So, bisher war nicht viel bekannt über Steel Division, nochmal die 1944. Es gab mal so die ein oder anderen Infohäppchen. Der Michael hat auch nach einem Besuch bei Paradox schon einen Artikel darüber geschrieben. Trotzdem gab es so viele Spielmechaniken, die so ein bisschen so im Unklaren liegen, wo man nicht so genau weiß, was ist zu erwarten. Und ja, letztes Wochenende wurde dann ein Stream veranstaltet auf Twitch von Paradox selber. Die haben da knapp eine Stunde Gameplay gezeigt und ja, der Trailer bzw. der Stream kam bei vielen Leuten nicht unbedingt so gut an. Allerdings muss ich sagen, wenn man genauer hinschaut, kann man im Trailer sehr, sehr viele interessante Informationen finden und die wollte ich eigentlich mal mit euch teilen. Und damit ich das nicht alleine mache, weil ich aus einer sehr speziellen Nische komme, Konfliktsimulation, also alles auf Extremrealismus getrimmt, habe ich mir jetzt einfach unseren ja, Echtzeitstrategiespezialisten und generell im Strategiegenre beheimateten Michael Graf mit an die Seite geholt, der mich dann vielleicht auch mal ein bisschen einbremst oder vielleicht auch mal die andere Seite der Medaille vielleicht mal beleuchten kann. Genau, ich hole dich wieder auf den Boden zurück, wenn du es zu realistisch haben willst, dann irgendwann. Aber Genau. schauen wir es uns Wobei, ich erstmal an. muss sagen, also ich war, als ich das Spiel zuerst gesehen habe, erst schockiert, und jetzt fangen wir auch gleich mal mit einem der neuen Systeme an, die jetzt auch schon im Netz für einiges Aufsehen gesorgt haben, das ist das neue Frontliniensystem. Man kann es jetzt hier auch schon ganz gut sehen, wie sich die Frontlinien dynamisch nach vorne und hinten bewegen. Für mich sah es erstmal schrecklich aus und ich kann dir jetzt auch gleich mal ein Beispiel geben, warum. Ich spule es mal ein bisschen vor, wo man das mal schön sieht. Ja, man kann jetzt hier schon sehen, auf der linken Seite fahren Fahrzeuge noch vorwärts und es beult sich doch schon sehr, sehr stark nach vorne aus. Es sieht für mich auf den ersten Blick so aus: Mensch, was ist denn da mit dem Fog of War? Woher können denn die wissen, wo feindliche Einheiten stecken? Man sieht es jetzt gleich hier drüben noch mal ein kleines bisschen besser auf der rechten Flanke. Wenn jetzt hier in das Dorf reinfahren. So, jetzt siehst du das, wie sich das auf der rechten Seite so rüber drückt. Und erster Gedanke war, Woher wissen die woher das? sollen sie Ja, das wissen? das ist richtig. Ich finde halt dieses System aus jetzt eher so einer Mainstream-Sicht gedacht sehr, sehr clever, weil es dir sehr klar zeigt, wo Konfliktherde sind oder wo es Probleme gibt, wo sich irgendwie Kessel bilden, wo du irgendwie halt aufpassen musst, dass sich Gegner nähern. Aber es stimmt natürlich, du kannst noch gar nicht wissen, dass die Gegner da sind, weil du ja in dem Fall kein Scouting betrieben hast. Es ist ja niemand da, der da mit dem Fernglas sitzt und sieht, dass da feindliche Einheiten kommen, sondern. Dieses Element, was auf den ersten Blick so aussieht, als wenn es den Fog of War komplett aufheben könnte oder würde, wie jetzt hier auch diese Body, die in der Mitte, ich zeige es jetzt nochmal, ich spule mal ein Ja, Stück zurück, wo kommt die nur wo her? kommt die nur her? Im Laufe des Streams, wenn man sich denn die gesamte Zeit mal ansieht, man kann es jetzt hier auch sehen, auf der rechten Seite, ich spule mal ein kleines Stück zurück, ja, woher, ich kann nicht wissen, dass sich hier was bewegt, jetzt kommt erst was, jetzt haben sie erst Sichtkontakt. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren. Also es basiert nicht nur darauf, dass eine Einheit irgendwo steht und die andere Einheit steht gegenüber und deswegen verschieben sich die Linien, sondern da spielen ganz, ganz viele Dinge eine Rolle. Auf dieser rechten Seite zum Beispiel kann es gut, ein Indiz dafür, was es sein könnte, ist, dass die im Prinzip, wenn sie hier in dem Dorf sind, einfach schon Geräusche hören. Ja, sie hören, dass der Panzer kommt. Das heißt, sie wüssten, da tut sich was, man weiß aber noch nicht genau was. Es gibt ja auch unterschiedliche Faktoren, die einfließen in die Berechnung dieser Frontlinie. Und eine davon ist ja die Moral. Es gibt ja Moralsysteme in dem Spiel und Stress sozusagen. Ne, Einheiten, die irgendwie eingekreist werden oder denen jemand in die Flanke fällt oder in den Rücken, sind gestresst und dann sinkt sozusagen ihre Kampfmoral. Das kann bis zur Aufgabe gehen. Die können sich entweder zurückziehen oder sie sagen gleich: Okay, wir kapitulieren. Und auch das wird mit diesen Frontlinien abgebildet. Also, wenn eine Einheit ihre Moral verliert, zieht sich auch diese Frontlinie enger um sie zusammen und du siehst, da muss ich reagieren. Genau, Das kann so nicht sie haben nicht weitergehen. so einen weiten Einfluss. Genau. Daher kommen dann auch Sachen dazu wie Waffenwirkung. Natürlich haben Panzer eine größere Reichweite und können natürlich dementsprechend ein weiteres Feld dominieren, wo sich dann diese Feldlinien verschieben. Wenn jetzt hier zum Beispiel auch was auch dazu kommt, man sieht es jetzt hier nochmal ganz schön, zeigt mal mit der Maus drüber, diese Beule, die sich hier rausbeult, jetzt könnte ich denken, oh, da ist jemand. Da muss gar nicht sein. Es heißt nur, da ist niemand von mir. Und keiner von meinen Einheiten hat Sicht in dieses Feld. Ja, aus diesem Grund, also nächstes Ding, Sichtlinien spielen eine Rolle, ob ich weiß, dass jemand sein kann oder nicht sein kann. Die Frage, die ich mir stelle, da bin ich gespannt, sobald da mal auch die Beta rauskommt, was sieht die Gegenseite gerade? Was würde jetzt zum Beispiel, wir spielen jetzt hier gerade, oder die beiden, die es vorgespielt haben, haben als Briten gespielt. Frage ist, was sieht jetzt die deutsche Seite? Sieht die diese Beule ähnlich oder hat die eine andere verschobene Frontlinie? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass es der Fall ist. Trotzdem ist wichtig, es heißt nicht, dass in dieser Beule unbedingt Einheiten sein müssen. Ich kann bloß nicht wissen, ob welche da sind oder nicht. Also ich würde doch schon davon ausgehen, dass beide dieselbe Frontlinie sehen, weil es ist ja sehr auf Multiplayer ausgelegt. Und da ist es ja wichtig, dass du dieselben Informationen hast jeweils, weil sonst wäre es ja teilweise unfair. Also ich würde doch denken, dass es dann für beide gleich ist.
Aber ja, die Entstehungsgeschichte von so einer Frontlinie ist durchaus spannender, als man denken mag. Ja, ich habe noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben, was noch alles Einfluss drauf haben. Genau, Schussdistanz. Wir haben jetzt gesagt, dass die Moral, welche Verfassung, was für Waffen es sind, spielt alles eine Rolle. Ist also eine recht komplexe Sache. Und nicht einfach abzutun mit, Mensch, mir wird hier der komplette Kriegsnebel genommen. Ich weiß immer, was der Gegner tut. Ich weiß immer, wo der Gegner irgendwas macht. Noch dazu kommt, dass auch einige Einheiten überhaupt die Frontlinie gar nicht verändern. Also Beispiele wurden genannt, Sniper-Einheiten oder irgendwelche besonders leichten Fahrzeuge, die Frontlinie zum Beispiel nach außen hin gar nicht verändern, obwohl sie natürlich da sind und können natürlich dann immer noch für Überraschungen sorgen. Mhm. Kann man vielleicht noch mal ein kleines bisschen weiter vorspulen und zwar hier rein. Einfach noch mal zu zeigen, wie wunderbar, und ich muss es wirklich sagen, ich finde, es sieht dynamisch aus. Es wird sich sicherlich auch sehr dynamisch spielen. Und ich finde diese Idee mit diesen Frontlinien, obwohl sie mich anfangs wirklich schockiert hat, weil sie mir ein wichtiges Element, nämlich das Überraschungsmoment, nehmen hätte können, es aber de facto eigentlich nicht tut. Mhm. Und ich weiß zwar als Realismus-Fan, solche Frontlinien in dem Sinn gab es natürlich damals nicht, aber es ist echt eine tolle Art darzustellen, wo auf der Karte gerade was los ist, wo sich was bewegt, wo ich meinen Fokus drauf richten muss. Und meine anfängliche Skepsis, mein anfänglicher Schock, als ich den Stream gesehen habe, ist gewichen. Ganz im Gegenteil, ich freue mich über dieses System und ich glaube, es wird gerade im Multiplayer auch wahnsinnig viel Spaß machen und es hilft. Man sieht es, genau, was du vorhin angesprochen hast, im Kessel. Jetzt haben diese Einheiten, aber es ist was Besonderes, ich halte es mal ganz kurz an, diese Einheiten, die jetzt hier in diesem Kessel drin sind, sind meine Einheiten. Da meine Einheiten allerdings Fallschirmjäger sind, interessiert ihr das nicht unbedingt viel weiter, die, you're supposed to be surrounded, heißt ja. Schön in Band of Brothers. Andere Einheiten, normale Infanterieeinheiten, normale Panzer, die nicht Fallschirmspringer sind, die haben dann in so einer Situation natürlich ein massives Problem, was vor allem die Moral angeht. Mhm. Interessant dann wieder, weil es halt unterschiedliche Taktiken auch ermöglicht, je nachdem, welche Einheiten du wo antriffst und wie du mit ihnen dann auch umgehst. Und das ist ja auch das, was die Entwickler gesagt haben. Ich finde, wie du sagst, das ist ein System, das eigentlich sowohl für Leute, die es realistisch haben wollen, als auch für Leute, die halt eher so ein bisschen mainstreamige Strategiespiele mögen, für die beide funktioniert, weil die Entwickler ja sagen, es soll halt nicht darum gehen, dass man einfach alle seine Einheiten markiert und nach vorne schickt, sondern dass man sich halt immer überlegt, welche Einheiten treffen hier gerade aufeinander und wie nutze ich ihre spezifischen Stärken und Schwächen aus? Und zumindest in dem Fall, finde ich, funktioniert das ganz gut. Das abstrahierte Modell für mich als Extremrealismus-Fan funktioniert trotzdem ganz gut. Also ich bin damit sehr zufrieden und werde dem Spiel eine ganz, ganz große Chance geben. Ich freue mich da auch drauf. Kommen wir mal weiter zu einer nächsten Sache, und zwar die Kampfmechanik. Mhm. Da war es jetzt, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, ob da vorher schon wirklich bekannt war, wie es funktioniert, ob es ein Hitpoint-basiertes System ist, ob es ein anderes System ist. Hat sich jetzt aber in den Streamen relativ klar rausgestellt und ist jetzt klar, was es für ein System ist. Es ist kein Hitpoint-System. Genau. Ich schalte da vielleicht mal kurz weiter. Mhm. Es ist kein Hitpoint-System, sondern basiert bei Panzern auf Durchdringung, das heißt entweder ein Panzerabwehrgeschoss durchdringt die Panzerung und richtet dann Schaden an, wohl auch, stellt sich in den Stream auch heraus, wohl auch mit der Möglichkeit, dass einzelne Komponenten muss beschädigt werden. Genau, es gibt ein Schadensmodell, es kann auch sein, dass die Ketten beschädigt werden, das Geschütz und so. Mhm. Mhm. Es gibt aber keine, wie du sagst, keine Hitpoints. Und ich finde, also ich weiß nicht, ob ich das mag, ehrlich gesagt, weil es ist realistisch natürlich. Mhm. Wenn das Geschoss einen Panzer trifft, hat er keinen Hitpoint-Balken in echt, der dann über ihm schwebt. Ich finde aber zum Beispiel Company of Heroes hat das ganz elegant gelöst damals, weil da hatten die Panzer einen Hitpoint-Balken. Es gab aber trotzdem ein Durchdringungssystem. Mhm. Ein Geschoss konnte entweder komplett abprallen und keinen Schaden machen. Es konnte abprallen und Schaden anrichten, aber dann nur wenig. Mhm. Oder es konnte die Panzerung durchdringen und dann hat es viel Schaden angerichtet. Insbesondere dann, die Chance war halt höher, wenn du irgendwie von hinten auf den Panzer geschossen hast. Mhm. Das war halt sehr klar erfassbar. Und gerade hier, wenn du eh schon deine Einheiten meistens von ganz weit weg siehst und so von weit oben kommandierst und dann noch nicht mal so auf einen Blick erkennen kannst, wie eigentlich gerade die Lage ist bei einem bestimmten Panzer, weil im einen Moment ist er noch heile, dann kommt halt ein Geschoss, durchdringt zufällige Panzerung und dann ist er hinüber. Da musst du schon sehr aufpassen. Da werde ich aber immer ganz gut auch, ich kann jetzt mal hinspulen, ob ich eine Stelle finde. Ich habe rechts oben neben der Minimap auch immer ganz gute Hinweise darauf, dass jetzt hier sieht man es zum Beispiel, Unit Tetrarch Little John is under attack und danach ist destroyed. Also ich kriege schon die Information, dass was kaputt ist. Mhm. Mir persönlich gefällt es natürlich sehr gut. Ich mag nicht, dass irgendwie eine kleine Panzerabwehrkanone, heeres Anklopfgerät, den Panzer ständig beschießt,
eigentlich keine Chance, ihn zu zerstören, aber trotzdem graduell ihn immer mehr kaputt macht, beziehungsweise dann zerstören kann. Gefällt mir nicht. Ich finde die Mischung, so wie es da ist, relativ gut. Also es gibt hier auch ein Modell, ich kann mir mal eine Stelle suchen, wo man das auch mal ein bisschen sieht an den Werten. Wir haben jetzt, fahre mal mit der Maus hier hin, wir haben eine Panzerung, also dieses Zeichen gibt an, wie viel die Panzerung frontal ist. Die haben natürlich auch seitlich und hinten, je nach Modellen. Tigerpanzer haben natürlich rundum einen hohen Schutz. Wird natürlich auch modelliert. Das heißt, ich habe hier einen Rüstungsfaktor von 7. Mhm. Für mich jetzt erstmal so abstrakte Zahlen, und was ist eine 7 und was ist auch immer. Lass das jetzt einfach mal laufen. Die gelbe Zahl oben sagt an, wie stark seine panzerbrechende Munition ist. Durchschlägt also quasi eine Rüstung von 17. Ah, und jetzt haben wir was sehr Interessantes gesehen. Genau, jetzt ist es passiert. Da oben ist dieser Panzer 35, das ist ein Panzerjäger. Der hat eine Frontpanzerung von 5, wäre also für meinen Panzer, ich spule nochmal zurück, natürlich überhaupt kein Problem. Wenn er den trifft, dann zerlegt es den und wahrscheinlich zerlegt es noch 3 Panzer, die dahinter sind, auch noch mit. So wäre es in der Realität gewesen. Was jetzt allerdings passiert, und da bin ich sehr, sehr hellhörig geworden oder neugierig geworden, ist es ein Fehler, ist es ein Bug oder ist es ein Feature? Und zwar zeige ich dir das jetzt. Der andere Panzer hat nur einen Wert von 4, kann also eigentlich nur einen Rüstungswert von 4 durchschlagen. Meiner hat 7. Und dieser Panzer, ich mache es jetzt mal Step by Step, dass man wirklich sieht, er schießt hier. Ich dachte nämlich zuerst, es war vielleicht noch der Bazooka, weil hinten in diesem Haus schießt auch irgendjemand. Ja. Aber man kann ganz klar sehen, dass das Geschoss von diesem Panzerjäger auskommt und meinen Panzer zerstört. Ich weiß nicht. Ich hoffe, es ist ein Feature. Das würde nämlich bedeuten, dass die Werte, die angezeigt werden, sowohl für die, zumindest die Werte für die Durchschlagskraft der einzelnen Waffe und Geschosse, nur so ein Annäherungswert oder so ein Richtwert sind, aber sich in der Realität je nach Umständen durchaus unterscheiden können. Das bedeutet, in der Realität, ich kenne diesen Panzertyp, der hat wirklich eine mickrige Kanone. Allerdings ist diese Kanone tatsächlich in der Lage, mit der Munition auf kurze Distanz bis zu 100 Meter nahezu jeden britischen oder alliierten Panzer zu durchschlagen. Das war so und das ist so. Es kann also gut sein, dass hinter dem relativ abstrakten Modell, was aber, wie ich finde, gerade in einem Echtzeitstrategiespiel wunderbar klappt, ich muss es ein bisschen abstrahieren, scheint mir aber trotzdem irgendwo ein Modell dahinter zu stecken, hoffentlich als Feature, das ein bisschen die Abstraktion aufwägt und ein bisschen tiefer geht. Das heißt, umso näher man kommt, dass Wuchtgeschosse halt einfach natürlich auch eine größere Wucht haben und dementsprechend auch größere Panzerungen unterschlagen können. Ja, ich meine, es passt ja zum Anspruch des Spiels, es einfach realistisch abbilden zu wollen und natürlich auch zur Wichtigkeit, wie du Einheiten platzierst in dem Spiel, weil der wird ja auch angezeigt, wie ist denn der Schusswinkel an der Stelle oder wo kann ich denn überhaupt hinsehen und hinschießen an der Stelle, wo ich gerade stehe. Mhm. Und so kannst du ja dann genau schauen, okay, wenn ich jetzt halt eine schwächere Kanone irgendwie hinter eine Ecke stelle und dann kommt halt der Gegner mit seinem dicken Panzer um die Ecke, kann es halt trotzdem sein, wenn ich Glück habe und das Geschoss durchschlägt, dass ich diesen Panzer knacke. Mhm. Ist natürlich jetzt für Leute, die eher so Einsteiger sind im Genre und eher was wollen, was klar lesbar ist, auch gerade deswegen die Hitpoint-Balken und so, die ja manche Leute bevorzugen, schwierig, weil du dann sagst, Moment mal, die Zahlenwerte ergeben das nicht, ich sehe keine Hitpoints, es ist halt, hin und vorne passt das für mich irgendwie nicht zusammen. Und das ist, also wie gesagt, ich mag das selber, weil das Spiel sich ja selber diesen Anstrich gibt, so realistisch zu sein, aber wenn man mit dem Genre jetzt noch nicht so viel zu tun hatte und dann halt so sagt, ich will halt was ich nachvollziehen und verstehen kann, dann ist es vielleicht schwierig. Also es müsste natürlich ganz klar kommuniziert werden. Ich meine, im Vorgänger, im Wargame European Escalation und dem Nachfolger gab es wohl auch mehr Informationen, die im Hintergrund gewerkelt haben, als mir jetzt zum Beispiel die Einheitenkarten verraten hätten. Das scheint jetzt hier auch der Fall zu sein. Ich bin da mal sehr gespannt. Hatten wir das Stressmodell jetzt eigentlich schon genügend mal vorgestellt und gezeigt? Da haben wir eine schöne Szene mit dem, die den Stress ein bisschen zeigt. Ich spule mal kurz zurück. So, hier unten dieser Transporter, der wird von einem deutschen SDKFZ zerstört. Und jetzt springen die Truppen raus. Man sieht jetzt oben dieser Balken, ist quasi aufgebraucht. Also sie sind vollkommen unter Stress. Eine andere Einheit, jetzt sind sie jetzt hier Fallschirmspringer, die können ihre Moral, sage ich jetzt mal, relativ schnell wieder aufbauen. Man sieht es jetzt hier schon, wenn sie sich schon bewegen, es baut sich langsam wieder auf, die brechen nicht gleich in Panik aus. Viele andere Einheiten würden jetzt zum Beispiel einfach den Rückzug antreten. Ja. Hängt ein bisschen davon ab, wie erfahren sie sind. Es kann auch sein, und da gab es relativ viel Kritik über den Stream, also einige gemeckert haben, ja, wie kann es denn sein, dass zum Beispiel ein Mörser einen großen Panzer zu einem Rückzug zwingt? Mhm. Das Mörsergeschoss kann dem Panzer eigentlich nichts anhaben. Was so nicht ganz richtig ist, auch Mörsergeschosse, weil gerade auf der Oberseite des Panzers ist die Panzerung meistens relativ gering und Mörsergeschosse können Panzer durchaus zerstören, ankratzen, schwer beschädigen und daher ist man immer angeraten, seinen Panzer dann zurückzunehmen. Also kann man auch das verstehen, dass auch Panzer unter Stress geraten, selbst wenn sie nur beschossen werden von Sachen, die sie eigentlich nicht zerstören können. Erstens wissen sie nicht genau, was sie beschießt. Mhm. Ja, zweitens
Ist es Stress? Ist es laut? Ja, also ich finde das Modell eigentlich ganz gelungen. Ich finde dieses Modell auch ganz gelungen, so von der Nachvollziehbarkeit her oder das oder überhaupt als zusätzliches Element für eine Schlacht. Ich bin mir nur noch nicht sicher. Ich bin jemand, der es nicht mag eigentlich, wenn Einheiten in einer Schlacht was tun, was ich ihnen nicht sage. Und gerade bei so einem Moralsystem, war auch bei Company of Heroes teilweise so, dass Einheiten zu sehr unter Feuer geraten konnten, gerade Infanterie, und sich dann zurückgezogen haben in die Basis. Und ja, okay, ich habe selber den Fehler gemacht, sie da reinzuschicken natürlich, ist auch eine Strafe für mich. Aber immer wenn ich so das Gefühl habe, dass eine Einheit selber die Kontrolle übernimmt und ich, oder so quasi diese Sub-KI die Kontrolle übernimmt und ich jetzt keine Eingreifmöglichkeit mehr habe, ist das immer tendenziell ein bisschen nervig. Mein Paradebeispiel da ist Z, das war halt ein Strategiespiel aus den 90ern damals, wo Einheiten halt sehr viel in Eigenregie gemacht haben, wo ich teilweise Haare raufend davor saß und mir dachte, Leute, wenn ihr jetzt einen Meter weiter hinten euch nur zurückgezogen hättet, wäre das auch okay, ja? Oder nur um die Häuserecke statt halt komplett irgendwie ans andere Ende der Karte. Das ist immer eine Frage der Balance, ne? Und halt so ein bisschen auch, wie du es natürlich einerseits abbildest, wie viel du dann Leute und Spieler warnst, dass sowas passieren könnte und wird, was sie ja sehr deutlich machen mit diesen Ausrufezeichen, die man sieht. Aber da, finde ich, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dem Spieler Kontrolle wegzunehmen. Passt aber auch tatsächlich zum Setting. Hängt natürlich vom Spielertyp ab. Kannst du dir ja vorstellen, dass es mir gefällt, dass Einheiten, die unter schwerem Beschuss stehen, vielleicht nicht unbedingt Elite-Einheiten sind, sich einfach dann auch selbstständig zurückziehen. Ja. Was mir aufgefallen ist, es scheint auch unterschiedliche Munitionstypen zu geben. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz erklärt mit diesen Werten bei den Panzern, wie man jetzt hier sehen kann, hat einen Durchschlagswert von 4. Dieser Panzer hat einen Durchschlagswert von 9. Und man sieht jetzt hier bei diesen Einheiten, die haben hier oben dieses Symbol auch in Gelb mit so einer Art, ja, soll eine Panzerfaust sein oder eine Piat in dem Fall. Die verwenden offensichtlich keine abstrakten Werte wie Durchschlagskraft von 4 oder 9, sondern sie sind mit sogenannten Heat-Geschossen ausgerüstet. Das sind also, die basieren nicht auf Wucht, da ist auch die Entfernung relativ wurscht, sondern basieren auf einem Hohlladungsprinzip. Geht es zu weit, das genau zu klären. Was bedeutet aber allerdings, dass für solche Heat-Geschosse die Panzerdicke relativ wurscht ist. Die kommen durch ziemlich viel durch. Und dementsprechend sieht es so aus, als wenn es unterschiedliche panzerbrechende Munitionstypen geben könnte. Und das gibt es auch definitiv. Frage stellt sich nur, ob auch die Panzer mit unterschiedlichen Munitionstypen ausgerüstet werden, was auch zum Beispiel eine Erklärung wäre für vorhin, wo dieser Panzer zerstört worden ist. Lass mal wieder weiterlaufen. Könnt ihr sich um ein oder zwei Heat-Geschosse auch mit in ihrem Fahrzeug haben? Der generelle Wert wird angezeigt, diese 4, bedeutet normalerweise eine Durchschlagskraft von 4, aber Achtung, dieser Typ Panzer hat noch 2 bis 3 bis 4 unterschiedliche Munitionstypen mit an Bord, die eben auch anderen Schaden anrichten können. Aber das ist zugegeben Spekulation. Unterschiedliche Munitionsarten sind drin. Ja. Ob es auch in Panzern sind, lässt sich schwer erklären. Man hat es übrigens ganz, ganz schön, das nochmal, wenn man das kurz gesehen die hat. Die Reichweiten. Ja, das ist im Prinzip das Line of Sight und das finde ich jetzt natürlich persönlich sehr, sehr wichtig, dass man einfach auf die schnelle Echtzeitstrategie läuft, einfach nur mal schnell. Ich bin eigentlich Rundenstrategiefreund. Umso mehr bin ich auf nützliche Tools angewiesen, die mir schnell zeigen, wie zum Beispiel die Sichtverhältnisse von einem bestimmten Punkt aus sind. Ja. Wahrscheinlich, wenn es es gibt, dann werde ich das feststellen und werde so ein Ding immer anlassen. bin ich begeistert. Also ich bin wirklich begeistert, wie das Interface auch ist. Die Bedienung scheint wirklich, wirklich gut durchdacht zu sein. Und diese kleinen Tools, mal gucken, was es noch so gibt. Aber diese kleinen Tools wie dieses Line-of-Sight-Tool sind wirklich fantastisch, um auch auf die Schnelle reagieren zu können, auf die Schnelle gute Positionen finden zu können. Ja. Was du, um nochmal kurz zur Munition zurückzukommen, was sie ja machen und tatsächlich auch simulieren, ist ja Munitionsverbrauch. Und du musst ja auch Munition für Munitionsnachschub sorgen teilweise. Zum Beispiel bei Artillerie, wo dann irgendwie so kleine Munitionslastwagen vom Kartenrand zu der Artillerie fahren, um ihnen eben dann neue Geschosse zu liefern. Und die, das hatten sie mir erklärt bei dem Besuch, ich habe die auf der GDC getroffen, Paradox, und dort besucht, die können sogar gekapert werden vom Gegner und dann für die eigene Artillerie verwendet, wenn das irgendwie kompatibel ist, was die da an Geschossen dabei haben, sodass du halt dann die gegnerischen Munitionstransporte abfangen und selber verwenden kannst. Das fand ich schon noch auch eine nette Idee, weil es ja auch wieder eine neue Taktik erlaubt, wenn der Gegner irgendwie nicht auf sein Hinterland aufpasst. Ich glaube, es kann sogar gerade sein, dass gleich hier noch irgendwo ein Supply Truck auftaucht. Finde ich auch ein interessantes Spielkonzept. Finde auch wichtig, dass es Nachschub gibt und geben muss. Aber um dich tatsächlich als Wargamer mal zu fragen, weil das ist was, wo ich mir erst dachte, huch, das müssten sie doch dann auch simulieren, aber dann dachte ich mir so, na, eigentlich nicht, ist Treibstoff. Weil Treibstoff gibt es in dem Spiel nicht. Die Einheiten sind immer voll aufgetankt, also es muss auch nicht nachgeliefert werden oder so. Und für mich ist es relativ logisch, weil so eine Schlacht dauert eine halbe Stunde und ich würde doch hoffen, dass jeder Jeep und Panzer, der da im Einsatz war zu der Zeit, für eine halbe Stunde zumindest genug Treibstoff hat. Ja.
Aber findest du das störend? Nee, also in dem Rahmen oder in der Größenordnung nicht. Wir reden ja davon, dass halt hier, gut, also es führt mich kurz dahin, es gibt hier keine militärische Struktur. Ich habe jetzt keine Kompanien oder keine Zugführer oder irgendwie solche Sachen, sondern jede Einheit agiert einzeln für sich auf diesem Schlachtfeld. Und der Rahmen ist relativ klein. Hier sind halt irgendwie ein paar Panzer, mal 100, 200 Mann Infanterie vielleicht mal irgendwo in der Spitze. In dem Zeitraum und in dem Scope brauche ich keinen Treibstoff. Ich meine, ich gehe davon aus, die gehen in die Schlacht und haben ihren haben aufgetankt und da muss ich nichts. Wenn der Scope größer wird, ja, wenn es dann ins Operationelle oder ins Strategische geht, da ist natürlich auf sowas zu achten. Ja. Aber in einem Gefecht, das eine halbe Stunde dauert, oder jetzt sagen wir mal, in echt wird sowas dann vielleicht 3-4 Stunden dauern, dann muss ich davon ausgehen, dass die Treibstoff, das stört mich, also in keinster Art und Weise, dass da Treibstoff nicht modelliert wird. Das ist eher was Strategisches oder Operationelles und hätte da überhaupt nichts drin verloren. Mhm. Was sie ja dafür eingebaut haben, sind diese drei Schlachtphasen, was ich ja relativ kontrovers fand, als ich es gesehen habe, weil du ja am Anfang dann eher nur leichte Einheiten einsetzen kannst, in der zweiten Phase dann ein bisschen schwerere und in der dritten dann die schwersten, die dir zur Verfügung stehen. Da kommt übrigens ganz kurz, man sieht es jetzt, da kommt es dieser Supply Truck oder Jeep, genau. Der lädt jetzt automatisch den Mörser mit auf. Entschuldigung, Unterbrechung, es kam, bot sich bloß gerade an. Hat sich, genau. Und ich finde dieses Phasensystem eigentlich taktisch interessant, weil auch jede Division, die du wählen kannst, es gibt ja 18 Divisionen, 9 auf alliierter und auf deutscher Seite, andere Vorteile hat in den unterschiedlichen Phasen, dass irgendwie eine Infanteriedivision halt dann am Anfang eher stark ist und dann aber weniger schwere Einheiten hat, eine Panzerdivision halt erst später ihre schweren Panzer einsetzen kann und so. Also so aus taktischer Hinsicht verstehe ich das. Es spiegelt für mich nur nicht den realistischen Verlauf einer Schlacht wider, weil ich könnte mir doch gut vorstellen, dass eigentlich in einer realistischen Schlacht schon mal am Anfang irgendwie auch ein Tigerpanzer mit da rumstand, den sie da eingesetzt haben und nicht erst eine Dreiviertelstunde, also so lange ist es nicht, ja, aber irgendwie 20 Minuten warten mussten, bis sie ihn dann einsetzen durften. Also das fühlt sich für mich an wie so eine künstliche Beschränkung. Kommt drauf an. Ich stand und stehe ihm auch immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Das Modell passt sehr, sehr gut auf das Modell, auf den Modus, den sie hier gezeigt haben, und zwar diesen Conquest-Modus. Ist jetzt auch ein Skirmish, also ein Conquest-Modus. Beide Teams fangen im Prinzip, in anderen Spielen nennt man sowas auch Meeting-Engagement. Ja? Wird also quasi simuliert, dass zwei gegnerische Verbände aufeinandertreffen. Und tatsächlich ist es in der Realität so gewesen, wenn sich zwei feindliche Verbände irgendwohin bewegen, die haben Vorauskräfte, das sind meistens halt dann Aufklärungseinheiten, Leichteinheiten, Schnelleinheiten, die teilweise wirklich Kilometer vor dem Mainbody, es tut mir leid, dass ich da so viele englische Begriffe habe, ich kenne die meistens bloß auf Englisch, weil die meisten Spiele auch nur da Englisch gibt. Mhm. Also es gibt ja die Vorausabteilungen, die sind teilweise wirklich auch Stunden vorher schon unterwegs. Erst dann kommt im Prinzip der Hauptteil und da kann es auch sein, dass dann so schwere Sachen auch tatsächlich erst ein bisschen später kommen, weil sie auch langsamer sind. Also es spiegelt zumindest den Gefechtsverlauf eines zufälligen Gefechtes, bei dem sich zwei Truppenteile irgendwo begegnen, eigentlich recht gut wieder. Und ich fand auch die Dynamik, und das kam in dem ganzen Stream sehr, sehr gut raus, es ergibt sich eine wahnsinnig gute Dynamik für diesen Spielmodus. Man hat am Anfang so ein bisschen dieses Rushing. Es gibt so ein bisschen am Anfang diese Geplänkel, wo sind feindliche Einheiten, wo ist irgendwas, es werden Dörfer besetzt. Und dann setzt sich das Ganze so ein bisschen fest. Ja, das kommen also in der Phase B kommen dann neue Einheiten hinzu. Dann hat sich aber schon so eine Art Frontlinie ein bisschen verfestigt und dann geht es immer noch um diese Kleinigkeiten, dass man auch so einen kleinen Kessel bilden kann. Wäre hier auch eine Möglichkeit, einen Kessel zu bilden. Finde ich für ein Meeting Engagement wirklich faszinierend, wirklich spannend und gibt eigentlich den Schlachtverlauf abstrahiert, aber relativ gut wieder. Es stimmt, zuerst die Leichteinheiten, dann wird es immer schwerer, bis man dann letztendlich vorhanden ist. Die große Frage, die ich mir stelle, wird es nur solche Meeting-Engagements geben oder wird es auch klassische Angriffs-Verteidigungsszenarien geben? Ja. Weil da wird es mit diesen Phasen, müsste man das Ganze ein bisschen anders lösen. Also dann, da weiß ich noch nicht genau, wo sie da hinwollen. Bisher weiß man eigentlich nur was über diesen Conquest-Mode. Ob so ein Angriffs-Verteidigungsmodus geben wird, weiß ich nicht, wie das da gelöst wird. Ja. Aber auch da könnte man sagen, dass dann vielleicht eine Seite in der Phase C sozusagen anfängt, weil der Verteidiger muss sein Zeug einfach schon da haben. Ja, es kann natürlich sein, dass noch Verstärkungen heranrücken. Trotzdem sollte am Anfang die Verteidigungslinie einfach einigermaßen feststehen. Für den Angreifer wiederum würde es schon langsam auch beginnen mit erstmal so ein bisschen Probing Attacks, also kleine Angriffe, um zu schauen, wo sind die Stellungen eigentlich, wo hat der Gegner seine Schwachstellen und würde dann erst mit den großen Teilen angreifen. Von da würde auch da eine gewisse Unterteilung durchaus nicht komplett daneben liegen. Also könnte ich mich auch damit anfreunden. Spannend. Ja. Was haben wir noch für Themen? Geschwindigkeit. Oh ja, Geschwindigkeit. Das ist ein guter Hier kann man es ganz gut sehen.
Das Spiel lief jetzt vorhin die ganze Zeit im normalen Geschwindigkeitsmodus ab, so, und jetzt geht er runter auf Bullet Time. Da ist es natürlich wirklich, wirklich kriechend. Ich war zuerst schockiert, es gibt keine Pause. Ja. Ich bin ein Freund von, ich habe gern Zeit zum Überlegen, ich möchte auch ganz gerne taktische Situationen mal analysieren. Man sieht es auch immer wieder im Spiel. Es ist generell mein großes Problem mit echter Strategiespielen, das ist mir alles zu schnell, zu hektisch. Ich möchte mal, wenn er zumindest eine Pause machen können und da Befehle erteilen können, fehlt komplett. Allerdings haben sie diese Bullet Time drin, was quasi ein Stillstand ist, also dann wird es auch wieder gehen. Ich würde mir jetzt hier so eine Situation, wo es da ein Panzer auf mich anrückt und wahrscheinlich irgendein Infanteriegeschütz oder sowas, da würde ich jetzt am liebsten auf Bullet Time gehen und wirklich gucken, wo sind die Sichtfelder, wo kann ich am besten einen flankierenden Schuss anbringen, muss ich irgendwo ein flankierendes Manöver einleiten und dergleichen mehr. Wichtigste Frage für mich ist, wie willst du im Multiplayer sein? Kann einfach einer umstellen auf Bullet Time, muss der andere dem erst zustimmen, funktioniert es automatisch? Ja, also du musst im Prinzip die Option für den Host einbauen, das zu deaktivieren oder zu regeln, wer das einsetzen darf, weil sonst gibt es einfach Pausenspam. Du triffst ja in Multiplayer-Partien auch immer mal wieder auf Spieler, die es nicht so ernst mit dir meinen, und dann hast du halt irgendjemanden, der ständig in diese Geschwindigkeitsmodi hin und her wechselt und dann macht es keinen Spaß. Nochmal, dieses Bullet-Time. Ja, man muss dann natürlich jemanden finden, mit dem man auch spielen kann. Ich finde, es trifft aber auch viele Strategiespiele zu. Man braucht einfach jemanden, mit dem man kompatibel spielen kann, der dieselben Vorstellungen davon hat, was möchte man eigentlich machen. Ja. Ich finde auch dieses Bullet-Time-System, hatte ich auch erst gedacht, warum keine Pause? Welchen Zweck hat das? Also welche Intention verfolgt man denn damit, das trotzdem weiterlaufen zu lassen? Aber mir geht es ein bisschen umgekehrt zu dir. Ich mag eigentlich gerade an den Spielen von Eugene Systems, also von dem Entwickler, die das machen, diesen ständigen Druck. Das mochte ich auch schon in der Wargame-Serie. Auch wenn ich jetzt gerade so eher für den Mainstream-Strategen spreche, der dann halt vielleicht das jetzt nicht so mag. Aber du kämpfst halt immer an mehreren Brandherden, weil die Karten doch auch schon, wenn zwei Spieler da gegeneinander antreten, ziemlich groß sind. Und es ist immer überall irgendwas. Das mochte ich auch schon in Dawn of War und Company of Heroes. Du hast halt ständig irgendwie 5 Punkte, die du im Auge behalten musst. Und eine Pause nimmt diesen Druck sehr raus, weil ich mich dann natürlich sehr zurücklehnen kann und sagen, jetzt mal kurz, ne, knapp mal eine Runde Luft und machen wir mal 5 Minuten Pause, dann schauen wir weiter. Und es geht halt einfach nicht. Es geht weiter. Und ich muss weiter überlegen und schnell trotzdem reagieren, was ich wo tue. Und ich finde, dafür ist diese Bullet-Time-Mechanik gar nicht so schlecht. Ich kann mich damit auch sehr gut anfreunden. Vor allem liefert es mir die Möglichkeit, das ist für mich immer so eine Schwierigkeit bei Echtzeitstrategie. Es war auch hier für den Stream oft ein Kritikpunkt, den ich jetzt oft gelesen habe. Ja, die sind ja immer so weit draußen, man kann kaum was erkennen. Ja. Aber mal ehrlich, so ein Spiel kannst du fast nicht anders spielen. Du brauchst den Überblick. Ich frage mich dann mal, warum muss ich eigentlich so eine toll detaillierte, und ganz ehrlich, die Karten sind wirklich wunderschön geworden. Ja. Sie basieren auch auf realen Fotos, Aufklärungsfotos aus dem Zweiten Weltkrieg und auch Fotos, die vor Ort vorgenommen worden sind. Also sind sehr, sehr realistisch. Deswegen auch kurze Warnung an alle kompetitiven Spieler. Die Karten müssen nicht unbedingt oder werden definitiv nicht wirklich gebalanced sein, weil die Karten sind so, wie sie in der Realität waren. Spaß wird es sicherlich trotzdem machen. Wo ich hin wollte ist, diese Bullet Time gibt mir zumindest die Möglichkeit, in Bullet Time mal reinzugehen und mir einfach auch das anzugucken, wie schön es aussieht. Für mich ist es schön, wenn ich sehen kann, wie mein Panzer feuert und im Hintergrund der andere Panzer in die Luft geht, dass ich auch einfach ein bisschen was von der Grafik mitkriege, dass ich ein bisschen was von dem Flair mitkriege und die Atmosphäre, ja. Die habe ich natürlich, wenn ich so top-down drauf oben bin, bleibt nicht viel übrig, da könnte ich mir auch, weiß ich nicht, da bräuchte ich keine gute Engine eigentlich dafür. Man spielt diese Spiele halt einfach nur mal zu 95% wahrscheinlich von weit draußen, denn sonst weiß ich nicht, was los ist. Ist das bei dir auch so? Wahrscheinlich schon, oder? Bei solchen Spielen definitiv, ja. Ich spiele immer weit rausgezoomt. Einfach weil ich den Überblick brauche. Also wie ich schon gesagt habe, das ist halt eine lange Frontlinie und es passiert immer an mehreren Orten was gleichzeitig. Und ehrlich gesagt, den Luxus, sich da mal so rein zu zoomen, um zu gucken, wie das so im Detail ausschaut, hat man nicht. Das war witzigerweise auch ein Gedanke, den ich hatte, als sie mir diese Präsentation gezeigt haben und sie haben mir eine Schlacht vorgespielt da auf der Game Developers Conference. War auch so der Gedanke, ja, warum gebt ihr euch denn eigentlich so Mühe mit dieser Nahansicht, wenn ich sie doch eh kaum sehe, aber natürlich eben aus genau dem Grund, dass ich halt auch mal, wenn ich es auf langsamer schalte, mal reinzoomen kann, um mir das Ganze anzuschauen. Weil sonst, du brauchst sie eigentlich spielerisch nicht. Ich schau mal gerade, ich hatte nämlich genau Map Zoom, wenn wir mal hier. Also für alle, die dann das Spiel später mal spielen und nie von nahen sehen, es gibt was zu sehen. So, genau, jetzt ist da mal ein paar Szenen aus einer bisschen näheren Aufnahme. Schon allein deswegen freue ich mich über die Bullet Time, dass ich auch mal mir die Zeit nehmen kann, in der Hitze eines Gefechts, wenn man wirklich irgendwo mal richtig was los ist, einfach mal reinzugehen und mal so ein bisschen zu gucken, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an. Mhm. Zumal das Spiel, finde ich, auch jetzt nicht unbedingt realistisch rüberkommt. Jetzt Stichwort Leuchtspur und sowas ist alles natürlich übertrieben. Auch die Explosionen
Stört mich überhaupt nicht. Ich finde, es muss nicht immer realistisch aussehen und sein. Solange es irgendwie so ein authentisches Feeling rüberbringt, finde ich es auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Und es sieht oftmals auch relativ spektakulär aus. Ich kann mal zum Beispiel, wo haben wir denn die Flugzeuge? Also ich finde, auch gerade was Spektakel angeht, was man nie vergessen darf bei solchen Spielen, ist ja, das ist ja nicht nur an so eine Hardcore-Zielgruppe gerichtet, eben an Wargamer, sondern auch an Spieler, die einfach Echtzeitstrategiespiele mögen. Und für die muss es ja lesbar sein. Genau. Du musst ja sehen können, was passiert. Ja. Und wenn es eben in der Realität so ist, dass irgendwie ein Panzerabwehrgeschoss einen Panzer trifft und ihm fällt halt nur vorne ein Stückchen ab, er ist trotzdem kampfunfähig, aber du siehst es halt natürlich nicht, wenn du rausgezoomt bist, dann brauchst du halt visuelles Feedback, um zu verstehen, was da gerade passiert ist. Ja. Also ich denke auch, dass das Spiel natürlich hauptsächlich eher ein bisschen mehr Richtung Mainstream geht oder Casual würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Ich glaube aber auch, dass, deswegen habe ich mich auch dafür interessiert und mal reingeschaut, ich glaube auch, dass durchaus Hardcore-Strategie-Fans auch an diesem Spiel gefallen finden können, weil es einfach mal, ich sage jetzt mal, für schnell, für zwischendurch eine halbe Stunde mich hinsetzen mit einem Spätzle und das Spiel wird hauptsächlich auf Multiplayer ausgelegt sein. Über die Kampagnen mache ich mir auch gar keinen großen Kopf. Sie sagen ganz klar, es geht Richtung Multiplayer. Ja. Für eine Partie mal zwischendurch abends mal eine Stunde sich hinsetzen und ein bisschen Spaß haben. Es sieht gut aus, es fühlt sich auch irgendwie toll an. Und ja, dafür glaube ich, ist das Spiel wunderbar geeignet. Also da kann ich es. Kommen wir noch zu einem ganz kurzen Kritikpunkt. Ich hoffe, den hebe ich aus. Ich weiß, es mag jetzt wirklich kleinlich sein. Das, was du hier gerade schießen hast, sehen, ich spule nochmal zurück. Ich dachte zuerst, alle schießen eine Panzerfaust, bis ich gesehen habe, es ist ein Mörser. Mhm. Der Mörser schießt in einer flachen Flugbahn. Das dürfte eigentlich nicht, ne? Nein. Das stimmt. Das weißt du gar nicht. Eigentlich müsste in einem hohen Bogen, ja, und umso näher das Ziel kommt, umso höher müsste der Bogen sein. Aha. Es scheint wohl in Wargame, ich habe Wargame selber nicht gespielt, da hat mich das Szenario einfach nicht gereizt. Man sieht es hier nochmal, sieht aus wie eine Bazooka oder irgendwas. Ja. Sie schießen da auch durch den Wald mit durch. Da weiß man auch nicht genau, wie funktioniert die Spotting-Mechanik. Mhm. Brauchen die ein Sichtfeld drauf oder können die im Prinzip abstrakt auf alles schießen, was irgendwo von irgendjemand gesichtet worden ist? Ist noch ein bisschen offen. Ich hoffe, es ist natürlich bloß eine visuelle Sache, aber ja, hört mich so ein bisschen ab. Kann ich aber verstehen. Kann ich drüber hinwegsehen. Also von daher. Ja, eine Kleinigkeit, aber tatsächlich. Das wäre mir so nie aufgefallen, aber das kann ich verstehen. Generell ist Artillerie, also wenn man jetzt mal aus Wargaming-Perspektive das sieht oder aus Konfliktsimulation sieht, ist Artillerie schon sehr, sehr stark runter skaliert. Ja. Also selbst größere Kaliber, da kann es immer noch mal sein, dass der ein oder andere Infanterist, der da 3 Meter neben der 250-Kilo-Bombe steht, dann immer noch da so wegkriechen kann, natürlich geschockt und gestresst und wahrscheinlich gibt er dann auch bald auf. Gibt es auch, Einheiten können sich auch einfach ergeben. Ist sicherlich dem Spielspaß geschuldet. Ich kann es in so einem Spiel vollkommen akzeptieren. Auch so diese Zeiten wie, Mensch, es gibt hier mal ein Beispiel, wo er Schiffsartillerie beruft, die ist dann innerhalb von 2 Minuten da. In der Realität oder in anderen, in meinen Spielen dauert sowas 15 Minuten bis eine halbe Stunde. Ja, bis mal so ein großes, klar, so ein Schiff, das ist 40 Kilometer weg, 30 Kilometer weg, bis da mal das alles organisiert ist und dauert. Kann ich aber damit leben, es muss ja hier schnell gehen. Wir wollen ja Spaß haben, wir wollen ja auch schnell was machen. Mhm. Trotzdem, da bin ich mal gespannt, das Artilleriemodell, braucht man Sichtlinien, braucht es irgendjemand, der Sicht drauf hat, da ist noch nicht so viel drüber bekannt. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Wir werden es im Auge behalten, auf jeden Fall. Ich finde, das war super spannend, ey, was du alles über irgendwelche alten Panzer und Einheiten weißt und Waffensysteme und sowas. Das ist ja für mich eine komplett verschlossene Welt sozusagen, weil ich mich da nicht auskenne. Auch diese ganze Wargame, das ganze Wargame-Genre, dieses wirkliche Hardcore-Genre, ist halt was, mit dem ich mich immer mal wieder ein bisschen beschäftigt habe, aber mit dem ich mich nicht auskenne, das würde ich auch niemals behaupten. Aber ich finde das super spannend, mal so einen Einblick zu kriegen einfach. Dafür eignet sich der Titel einfach gut und ich fand es jetzt für mich auch sehr interessant, einfach mit jemandem, der Echtzeitstrategiespiele, die ich ja normalerweise eben nicht spiele, außer das Setting passt und ist mir einfach zu schnell, zu hektisch, ja, sich da mal auszutauschen. Ich fand es jetzt auch sehr, sehr interessant. Es gibt jetzt auch bald wieder einen neuen Stream. Da wird das ganze Divisionsmodell vorgestellt, wie das mit dem Decksystem ist. Da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Ja. Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann können wir vielleicht den nächsten Stream auch ein bisschen zerpflücken und die nächsten Details aus dem Stream rausziehen. Soweit, bis zum nächsten Mal und tschüss. Macht's gut.